Josef Roth, die Legende vom heiligen Trinker. Ein Diogenes-Hörbuch. Gelesen von Mario Adorf. An einem Frühlingsabend des Jahres 1934 stieg ein Herr gesetzten Alters die steinernen Stufen hinunter, die von einer der Brücken über die Seine zu deren Ufern führen. Dort pflegen, wie fast aller Welt bekannt ist und was dennoch bei dieser Gelegenheit in das Gedächtnis der Menschen zurückgerufen zu werden verdient, die Obdachlosen von Paris zu schlafen oder besser gesagt zu lagern. Einer dieser Obdachlosen nun kam dem Herrn gesetzten Alters, der übrigens wohl gekleidet war und den Eindruck eines Reisenden machte, der die Sehenswürdigkeiten fremder Städte in Augenschein zu nehmen gesonnen war, von ungefähr entgegen. Dieser Obdachlose sah zwar genauso verwahrlost und erbarmungswürdig aus wie alle die anderen, mit denen er sein Leben teilte, aber er schien dem wohlgekleideten Herrn gesetzten Alters einer besonderen Aufmerksamkeit würdig. Warum, wissen wir nicht. Es war, wie gesagt, bereits Abend, und unter den Brücken an den Ufern des Flusses dunkelte es stärker als oben auf dem Quai und auf den Brücken. Der obdachlose und sichtlich verwahrloste Mann schwankte ein wenig. Er schien den älteren, wohlangezogenen Herrn nicht zu bemerken. Dieser aber, der gar nicht schwankte, sondern sicher und geradewegs seine Schritte dahin lenkte, hatte schon offenbar von weitem den Schwankenden bemerkt. Der Herr gesetzten Alters vertrat geradezu dem verwahrlosten Mann den Weg. Beide blieben sie einander gegenüber stehen. »Wohin gehen Sie, Bruder?« fragte der ältere, wohlgekleidete Herr. Der andere sah ihn einen Augenblick an, dann sagte er, »Ich wüsste nicht, dass ich einen Bruder hätte, und ich weiß nicht, wo mich der Weg hinführt.« »Ich werde versuchen, Ihnen den Weg zu zeigen«, sagte der Herr, »aber Sie sollen mir nicht böse sein, wenn ich Sie um einen ungewöhnlichen Gefallen bitte.« »Ich bin zu jedem Dienst bereit«, antwortete der Verwahrloste. »Ich sehe zwar, dass Sie manche Fehler machen, aber Gott schickt Sie mir in den Weg. Gewiss brauchen Sie Geld. Nehmen Sie mir diesen Satz nicht übel, ich habe zu viel. Wollen Sie mir aufrichtig sagen, wie viel Sie brauchen, wenigstens für den Augenblick?« Der andere dachte ein paar Sekunden nach, dann sagte er, 20 Francs. »Das ist gewiss zu wenig«, erwiderte der Herr. »Sie brauchen sicherlich 200.« Der Verwahrloste trat einen Schritt zurück und es sah aus, als ob er fallen sollte. Aber er blieb dennoch aufrecht, wenn auch schwankend. Dann sagte er, »Gewiss sind mir 200 Francs lieber als 20, aber ich bin ein Mann von Ehre. Sie scheinen mich zu verkennen. Ich kann das Geld, das Sie mir anbieten, nicht annehmen, und zwar aus folgenden Gründen. Erstens, weil ich nicht die Freude habe, Sie zu kennen. Zweitens, weil ich nicht weiß, wie und wann ich es Ihnen zurückgeben könnte. Drittens, weil Sie auch nicht die Möglichkeit haben, mich zu mahnen, denn ich habe keine Adresse. Ich wohne fast jeden Tag unter einer anderen Brücke dieses Flusses. Dennoch bin ich, wie ich schon einmal betont habe, ein Mann von Ehre, wenn auch ohne...